Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fantabulösen Folge in GTA 4 mit dem Add-on The Ballad of Gay Tony. Und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich so machen soll. Mamas House wird nicht mehr angezeigt. Wir können jetzt nochmal zu Mori, wir können jetzt auch nochmal zu Yusuf Amir und ich glaube fast, das werde ich auch tun. Weil bei Tony habe ich noch so mega viele Missionen. Oder ich fahre jetzt erstmal zu Tony. Ja komm, wir fahren jetzt mal zu Tony und machen da noch eine Mission, da haben wir eh die meisten. Und danach fahren wir halt einfach mal zu Yusuf und so weiter und so fort. Ich will auf jeden Fall auch noch die beiden Damen besuchen, die hier so rumchillen. Ich weiß allerdings nicht genau, wo sie sind. Vielleicht sind die auch... Die eine könnte im Club sein. Ich fahre mal einfach geradeaus weiter. Jetzt wurscht. Geile Karre. Die Karre ist cool, muss ich sagen. Leider hat die jetzt kein Nitro mehr. Fahren wir zum Club kurz? Na komm. Wir fahren mal eben zum Club und gucken, ob die gute Dame da ist oder nicht. Aber ich glaube, der Club hat noch zu, ne? Ah, der dürfte noch zu haben. Wir gucken einfach mal. Ich glaube aber, die Öffnungszeiten sind jetzt nicht. Schade. Naja, da müssen wir irgendwann mal kommen, wenn er auf hat. Aber wir fahren jetzt erstmal zu Tony. Und gucken mal, was er noch von uns möchte. Und dann mal schauen. Hui. Mal ab und zu kurz hier Skype gucken. Skype gucken. Ich muss Skype gucken. Ja, neuer Sender auf meinem Monitor. Nein, ich muss kurz ab und zu mal rüber auf Skype gucken, weil... Hier, ne? Mir wird geschrieben. Da muss ich ja wissen, was mir geschrieben wird. Deswegen muss ich gucken. So, Tony, ich bin gleich da, man. Ach, der Regen, der zieht auch gut an Performance. Ups. Ich hoffe, ich bete dafür, dass es in GTA 5 besser wird. Das soll ja ziemlich Leistung ziehen. Das soll ja alles ausnutzen, was auszunutzen geht. Ich hoffe, die machen das besser, als es bei Watch Dogs der Fall war. Wir werden es sehen. Frosting on the cake. Oh yeah. Not even. Oh, look who it is. Jesus, you could nap or something. I mean, my heart is beating 200 beats a minute. You almost put me in the hospital. This is good blow. Here, give me some. Oh, no. Oh, yeah. Listen, Gracie, tell your father. Tell him. Tell him you've been selling me coke. He will love that. No. I don't mean that. I mean, tell him I'm okay. You know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Luis, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out like me. You people. Luis is always such a buzzkill. We're meant to be having fun here. I'm having fun. I am. Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, Rock. Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rocco. I will be so angry. Where did he go? Who? What is wrong with you, man? You are ruining my bus, Luis. Tony, where's Tony? He is over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. No, he doesn't. Get up. No. Come on, get up. Get up, you has-been, no good 1980s throwback relapse junkie fan! What's wrong with you, Tony? Get up, baby! Geiles outfit. Ladies and gentlemen, more shots! Oh, hey! What, guys? What's going on? You tell me, boss. What's going on? What? Huh? Why'd you call? I don't know. Because of that thing, T? Come on, that sparkly thing. Wake up, you junkie fag! Oh, right. That thing. That shit. Right, that thing. Okay, all right, Luis. All right, we gotta go. All right, ladies, have some fun. Try to keep your septums all in one piece, huh? Oh, Jesus, man. I feel like a camel shat in my mouth. Oh, well, at the end, it wasn't fun. Hört sich lecker an. Oh, no, not again. No. Hold on, guys. I wanna come, too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever. So anyway, Sharon, I think I'm gonna sell my car. Oh my god, that is so funny! Wait, what's so funny about that? Was ist daran lustig? Nothing. Ich weiß auch, wer ihn kaufen wird. Ich will einfach mal sagen, Diamonds are Tony's best friend. Got about
not ordering these limos. Coke makes me real classy, don't it? You take heaven, Lou. I'll go with the driver. I could do with not talking. Left me with my favorite person. Perfect. Toll. Ich freue mich. You know we're heading to the docks at least hub. Riesig. Das ist ja eh mein bester Freund. What exactly are we doing, man? Listen, Luis, no offense, but I don't know how much I'm allowed to tell you. What you mean, Abby? Tell me everything you know. Really? I mean, how much information are you privy to? You're just the fucking driver, after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of shit who's using Tony and you're only gonna be hanging around for 2 to 3 months before Tony moves on to another chunk. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are gonna send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're gonna be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. Now tell me what the fuck we're doing right now! That attitude's not gonna get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening! If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Aw, oh, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun when I'm around. What do you wanna know? What are we doing going to the docks in East Hook? We're buying diamonds, $2 million worth. Ay, Dios mío. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything, do you, Luis? Yeah, I know that money can't be his, unless he borrowed it. Where's it from? How the fuck should I know? I'm the looks, not the accountant. Oh yeah, I forgot. You just stored the money. You don't know where it comes from. The money could be Bracco's, it could be Gracie's, who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, bro. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Whoop, whoop! Gonna hit the shops today, baby! Hey, even fucking better, bro. Even better. Das wird auf jeden Fall, wie wir natürlich aus GTA 4 wissen, auch aus The Lost and Damned, wird das auf jeden Fall glatt gehen. Nicht? Wie könnte es auch glatt gehen? Es gibt in GTA nichts, was glatt läuft. Ja, so viel muss mal gesagt werden. Blöd ist der... Achso, Regen ist gar nicht mehr. Es ist nur dunkel. Alles ist wieder schön. Das ist toll. Warum hat er eigentlich 2 Limos bestellt? Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. What a soul's, ne? Wir sind gleich da. Ich glaube, das müsste das sein, wo wir... mit Johnny Klebitz das Ganze, naja, unterbrochen haben, sagen wir es mal so. Müsste es eigentlich sein, ich bin mir nicht so sicher. Da war es allerdings Tag, hier ist Nacht, aber das macht ja nichts. Ich habe erreicht. Schön. Finde ich toll. Ja, das dürfte das sein. Was ist los? Was ist Mr. Tony? Das wäre ich. Hast du das, was wir suchen? Hast du das Geld? Sure, right here. Then I'll get the ice. Hold on. How you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, we cool? Let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Cállate, por favor. Yeah. Yeah, all right, this is them. These are great. They're great. But, 2 million. You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what I tell you. Perfect clarity. Beautiful clarity. Well cut and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. Hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No, ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. You're a chef. Well, cook, yeah. I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we agreed upon, less 10%. Just give us the ice. All right, all right. Here. Tony, can I hold them? Thank you. Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Kevin, Kevin, come and don't fuck about, okay? Wie wir ja wissen, funktioniert das sowieso nicht, also zumindest aus der Sicht. Haftbomben! Haftbomben! Haftbomben? Haft... Der Wagen fährt in den... Achso. So, weiter geht's. Achso, ich muss gar nicht fahren. Ich muss nur Haftbomben schmeißen, alles klar. Ich weiß nicht,
Man sieht die manchmal nicht wirklich fliegen, die Dinger. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich gesagt, überhaupt. Man sieht die nicht. Wo sind sie denn? Schmeiß doch mal den verfickten Haftbomben. Meine Fresse, ey. Achso, ich muss auch vielleicht den richtigen. Ich bin tot. Man muss auch den richtigen Knopf drücken. Ich habe die ganze Zeit in eine Viereck gedrückt und habe mich aufgeregt, dass der blöde Louis nicht schmeißt. Aber das war irgendwie anscheinend mein Fehler. Naja, kann ja mal passieren, ne? Ich meine, hallo? Wir machen das jetzt. Jetzt weiß ich, welche Taste, Knopf, whatever ich hier drücken muss und jetzt läuft's. Jetzt läuft der Shit. Das kann ich jetzt auch mal so sagen. Es läuft. Hätte auch mal sein können, dass ich was schaffe, ohne zu sterben. Aber nein. Das ist alles nur für die Dramatik, ne? The Drama. Steht da. The fucking Drama. So, so, hier, zack, pum, peng. Weg mit euch. Ich baller euch alle weg. Ja. Ihr kleinen Strichhasse. Ah, das war, glaube ich, noch nicht weit genug, aber das hat gut gepasst. Ich finde geil, wie die auch alle überleben können. Finde ich extrem nice. Ah, der ist tot, okay. Also ist mir nur egal, ob die selbst da halt jetzt stirb. Meine Fresse. So, da kommen aber noch welche. Da vorne sind noch welche. Das macht Spaß, wenn ich nicht selber fahren muss, sondern einfach hier nur ein bisschen was machen. Das ist geil. So, weg. Weg. Kommen die hinterher? Warte. Bam! Oh. Bam! Das finde ich voll lustig. Ich habe noch 6 Stück. Ich habe nicht mehr sehr viele, leider. Da sind noch welche. Die kommen hinterher, verdammt. Aber das ist kein Problem für mich. Ich treffe ihn nicht. Verdammte Scheiße. Alter. Ich krieg den nicht gekillt. Jetzt ist er tot. Ich bin noch dabei, verdammt nochmal. Es kommen auch noch die Bullisei hier. Was soll das denn? Juhu! Läuft. Hallo! Das ist ein fucking Panzer! Der geht nicht so leicht kaputt. Ich weiß nicht, das ist euch irgendwie nicht so ganz klar. Kann das sein? Er ist kaputt. Jetzt haben wir noch. Soll ich den jetzt auch mit der Haftbombe? Fahren wir ein bisschen heran, ich treffe sie sonst nicht. So, down. Down. Weg. Weg. So. Bitches. Don't mess with Luis Fernando Lopez. Möchte ich euch mal geraten haben. Sad to say, but that might be the best place for us right now, T. Das Blöde ist halt leider, ich hab nicht mehr so viel Leben. Oh ja. Irgendwie ist er tot. Okay. Weg. Weg. I do the shit now. Ich hab keine Ahnung, wohin ich das Shit tun soll, aber ich mach's jetzt. Na, fahr doch mal schneller, geh weg, lass mich allein, verpiss dich, du nervst. Ja, fuck, ich muss hier abbiegen. Wir machen eine kleine Spazierfahrt, nichts Besonderes, meine Damen und Herren, Polizei, Dings, Bums und so. Es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut, ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss hier rein, schnell, 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 schnell. Ja. Ja, ich bin ein Road Warrior, Bitch. Ich versteck mich einfach hier und dann müsste das schon passen. Yeah. He went the other way with those diamonds. Probably on the next plane to Los Santos if you ask me. He's not answering his phone. I'll check his bleeder. He's not gonna update some social networking site when a couple of dozen irate bikers are trying to kill him, bro. No one's that vain. Not even him. 10 man 89 bleeded less than 10 minutes ago. I can't believe it, man. What's it say? Cornered by bikers? Ugh, ugh, ugh. Too young to die? They fucking got him! Jesus. Poor bastard. I know! Fuck!
poor Evan. He was a rotten human being. That's why I liked him so much. That fuck got himself killed. And our diamond stolen, I might add, because he needed to tell the internet about his problems. Oh, yeah. I can speak ill of him as much as I fucking want. That's the stupidest thing I ever heard. All right. It was a weird move, I'll give you that. But he's dead. Killed by social networking. He may have cheated on me and stolen from me and put his plastic surgery on the business credit card, but I like the guy and I'm kind of sad, okay? Well, I didn't like him. He's dead, and he's still pissing me off. We just lost $2 million on those diamonds. Calm down, Luis. You think your boyfriend had just been killed? Das nicht. You really think Evan's dead? I'm sure of it. He bleated, didn't he? I'm sorry, bro. Those diamonds are gone too, Lou. We're really in this shit now. We've got no more cards to play. What the fuck is going to go wrong next? Stay cool, and don't get too fucked up on those pills. Or that, Charlie. Or any fucking new shit. Hey, Evan ripped you off and he didn't get away with it. Look at it like that. I'll come see you soon. Sure, whatever. So long, stranger. Alles klar, damit haben wir das erledigt. Die Diamanten sind weg. Damit sind wir an dem Punkt angelangt, der natürlich alle Teile miteinander verbindet, mehr oder weniger. Und das finde ich schön. Moment, ich will mich, Wir fahren hierhin. Nicht zum Internet, ich möchte zu meinem Versteck fahren. Denn da werde ich speichern. Geile Karre, die hätte ich mir klauen sollen. Die ist nämlich ziemlich nice. Aber egal, wir haben ja auch eine schöne Karre. Die hat aerodynamische Löcher. Die sind extra da drin. Damit wird er nämlich viel schneller, wendiger und geiler. Und ich steige hier einfach aus. Hui! Man steigt so aus dem Auto. Ja, das muss man mal ganz klar auch so sagen. Das macht man halt so heutzutage. Ich habe mein neues Auto gefunden. Hallo, Herr Polizeimeister. Wiedersehen. Alles cool. Ist mein Auto. Ich habe nur den Schlüssel vergessen. Alles gut. Oh, ich liebe dieses Auto. Das sieht so nice aus, so sexy und so geil und ist so schnell. Und kann während des Fahrens einfach hupen und so tun, als ob die Alarmanlage an wäre. Ja, Motherfucker. Obwohl ich ja so eine Autos in echt nicht so mag, so tief. Ich mag eher so SUVs. Finde ich geiler. Tony ruft wieder an. Was will er denn jetzt schon wieder? Meine Fresse. Hey, Bro, what's happening? I've organized that face-to-face with our good friend, the Celebinator. Oh, shit. We're gonna show him a good time? Yeah, I thought we could persuade him that we're not such bad guys after all. He's meeting us at the heliport on the West River. We're taking him out on a tour of the city. I wouldn't miss this. See you there, T. Oh, der Celebinator. Mit dem haben wir jetzt also ein Date. Das ist total spannend. Hallo, ich wurde angefahren, aber es kümmert natürlich keinen Schwanz. Allerdings möchte ich das erst in der nächsten Folge machen, gar nicht mal jetzt. Deswegen werde ich sagen, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute. Wir gehen noch in die Wohnung und dann haut rein.